Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute verdienen wir 100 Euro mit eBay Dropshipping als Anfänger ohne Vorkenntnisse. Bäm, das ist eine Ansage. Das ist der Chris. Der Chris, der hat ja einen coolen YouTube-Kanal, 64.000 Abonnenten, 30.000 Leute haben das Video gesehen und nur 59 Daumen runter. Dafür sehr genial. Und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an, oder? Was sagt ihr dazu? Ich glaube, für viele Leute unterschätzen eBay und Amazon immer noch. Kann man eigentlich auch mit anderen Plattformen außer Shopify Dropshipping betreiben? Ich bekomme immer wieder die Frage, teste doch mal eBay, beziehungsweise kannst du mal... Naja, du könntest ja auch deinen eigenen Blog machen und einen eigenen Shop-System drauf machen auf deine Domain und brauchst kein Shopify. Ne? Ist natürlich höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit oder so, aber theoretisch geht das ja auch. Klären, wie man auf eBay Dropshipping betreiben kann, und genau das wollen wir im heutigen Video machen. Wir wollen uns ansehen, wie man mit eBay Dropshipping bzw. Print-on-Demand betreiben kann. Wir wollen uns Shop-Beispiele... Okay, das Print-on-Demand und so finde ich auch sehr, sehr geil. Ich habe mal was bei eBay bestellt und das Lustige ist, das kam dann mit einem Amazon-Paket. Keine Ahnung. Ich habe da echt nicht so viel Erfahrung, deshalb mein Steckenpferd ist Affiliate-Marketing, da kenne ich mich aus, Online-Marketing auch, aber Dropshipping nicht so, auch wenn ich das schon mal gemacht habe, aber umso interessanter ist das Video für mich. Anschauen, wir wollen uns Produktbeispiele anschauen, wir wollen uns eine Schritt-für-Schritt-Anleitung anschauen, mit der wir das letztendlich umsetzen können, und am Schluss werde ich euch noch Produkte von mir zeigen, die ich in der Vergangenheit verkauft habe, die ihr vielleicht direkt übernehmen könnt. Okay. Das ist Respekt. Und direkt über eBay Dropshipping verkaufen könnt. Bevor wir aber damit starten, yo Leute, ich bin's Chris und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wie gesagt, in diesem Video soll es um eBay Dropshipping gehen und ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, weil die Anfrage unglaublich oft in der Vergangenheit kam. Bevor wir jetzt gleich damit starten, ihr könnt in diesem Video auch wieder einen Coaching-Call mit mir gewinnen. Dazu müsst ihr letztendlich nur dem Video einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben und natürlich Abonnent sein. Okay, dann checkt auf jeden Fall mal das originale Video ab. Vielleicht kannst du, vielleicht ist es auch schon vorbei. Das Video ist ja schon ein bisschen älter. Aber das ist doch auch schon cool, oder? Ich weiß nicht, hat jemand das schon mal gewonnen beim Chris? Der Gewinner vom letzten Mal ist natürlich wieder eingeblendet. Melde dich einfach bei mir. Okay, Frage beantwortet. Irgendjemand, dieser Schuhkitz, der hat es gewonnen. Okay, cool. Dann können wir möglichst bald den Coaching-Call machen. Ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr allzu lange um das Thema herum und springen sofort hinein. Viel Spaß damit. Bevor wir jetzt wirklich über eBay Dropshipping reden und uns eine Anleitung dazu anschauen, will ich noch ganz kurz über die Vor- und Nachteile von eBay Dropshipping sprechen, warum ich das persönlich zum Beispiel nicht mache, aber warum das definitiv für einige Anfänger Sinn machen kann. Starten wir mit den Vorteilen. Vorteil Nummer 1, definitiv Shop-System. Du hast dort schon einen fertigen Shop. Ja, Vorteil, keine Kosten, ne? Also keine Kosten für Shop-System. Shopify ist ja dort noch schon ein bisschen teurer. Organischer Traffic, Vertrauen, Markenbekanntheit, ja. Indem du letztendlich einfach nur noch dein Produkt einpflegen musst und direkt verkaufen kannst. Das Ganze ist letztlich das gleiche System bei Etsy. Also ich würde sagen, Etsy und eBay gehören ungefähr zur gleichen Kategorie. Zusätzlich hast du auf diesen Seiten unglaublich viel organischen Traffic. Das bedeutet also, Leute kommen organisch auf diese Seiten drauf. Du musst keine Marketingmaßnahmen letztendlich ergreifen. Du musst nicht viel Geld für Werbeanzeigen ausgeben. Teilweise sind die sogar in den Suchmaschinen gut gelistet, deine Produkte. Wenn also die Überschrift gut ist oder so, kann sein, und du hast ein Evergreen-Produkt, dass du ein sehr gutes Suchmaschinen-Listing hast, weil ich habe schon oft etwas gesucht und dann werde ich auf eBay verwiesen. Ja, also, ja. Weil eBay natürlich die Domain halt Trust hat, ne? So, cool. Sondern die Leute kommen automatisch auf deinen Shop. Zusätzlich hat man natürlich noch die Markenbekanntheit und den Vertrauensaspekt. Die Leute kennen eBay, die Leute vertrauen eBay. Dort hat man letztendlich kein schlechtes Gefühl, wenn man das erste Mal seine Kreditkarte eingibt. Jeder hat davon schon mal irgendwie gehört. Dann haben wir natürlich noch den Punkt, der einfache Einstieg. Wir können super einfach starten. Ich glaube, dieser Vertrauensvorschuss, ja. Aber es sind noch viele Leute enttäuscht von eBay oder auch von PayPal oder so. Also, das ist,
Die Vorteile werden höchstwahrscheinlich überwiegen, aber Wir müssen, wie gesagt, keinen eigenen Shop machen, wir müssen uns nicht ums Marketing kümmern, wir brauchen eigentlich nur ein Produkt und können letztendlich sofort loslegen. Müssen somit nicht so viele Sachen beachten wie bei den anderen Punkten, aber natürlich einen eigenen Online-Shop kann man auch in einer bzw. zwei Stunden erstellen. Das bedeutet also, es... Also der Online-Shop ist immer in 5 Minuten erstellt. Ja, eigentlich mit so einem Shop-System auf deiner Domain. Dann dauert es noch ein paar Stunden, das rechtskonform zu machen, Impressum, Datenschutz vielleicht, je nachdem, wie viel Ahnung du hast. Und dann das Produktlisting ist das Entscheidende und SEO. Ne? Also der reine Shop, es gibt auch immer diese Werbedinger, ja, in ein paar Minuten, in 20 Minuten einen eigenen Shop erstellt und so, ja. Aber du brauchst ja noch mal eine Stunde für ein Produkt anlegen oder so, oder auf jeden Fall für das erste Produkt. Und dann geht es irgendwann schneller. Eine Stunde meine ich jetzt auch, vielleicht eigene Produktfotos hochladen und so weiter, alles, Beschreibung und so. Und unterschätzt das nicht, ne? Also das ist ja schon ein bisschen Arbeit, ne? Eigenes Foto machen, hochladen, Text optimieren, Größen, Farben angeben, gucken, ob alles funktioniert. Und ja, also das wird echt unterschätzt, glaube ich manchmal. Es geht hier vor allem darum, wirklich dieser super einfache Einstieg. Man muss sich halt gar nicht mit diesen Themen beschäftigen und kann sich voll auf andere Punkte fokussieren. Dann gibt es natürlich auch noch Nachteile. Wie schon gesagt, für mich ist das Ganze eher nicht so interessant, also muss es auch irgendwas geben und das liegt an diesem Punkt. Der erste große Punkt ist, dass kein wirklicher Markenaufbau möglich ist. Mein Ziel ist es, im E-Commerce-Bereich coole Marken aufzubauen, wo ich nicht nur kurzfristig, sondern langfristig eine coole Marke aufbauen kann. Okay, das ist ein echt interessanter Ansatz. Und ich weiß nicht, bekommt man bei eBay noch die E-Mail-Adressen oder so auch nicht, ne? Also beim eigenen Shop hast du auf jeden Fall die Chance, auch E-Mail-Adressen einzusammeln. So. Vielleicht kommt ja da noch ein bisschen, es gibt ja noch 17 Minuten das Video. Dann letztendlich für einen größeren Betrag verkaufen kann. Es gibt hier ganz viele Beispiele dafür, also auch E-Commerce-Marken werden natürlich verkauft und das Ganze ist definitiv realistisch. Einige sagen jetzt, ja, Firma verkaufen, da muss man ja riesengroß sein. Nein, man kann definitiv auch im kleineren Scale, wenn man vielleicht 5- bis 6-stellig pro Monat umsetzt, eine Firma gut für einen 6- bis 7-stelligen Betrag verkaufen und das bringt dich natürlich in deiner Unternehmerkarriere ganz stark voran. Wir schaffen also bei unserem eigenen Shop letztendlich Wert für uns. Wir holen uns also Kunden ran, wir akquirieren Kunden und haben somit Kunden in unserem Shop gewonnen. Wir schaffen also direkten Wert für uns und für unsere Marke und im anderen Fall schaffen wir letztendlich Wert für eBay. Ja, stimmt so, ne? Das ist so. Leute werden nicht unbedingt später wieder bei unserem eBay-Shop kaufen, sondern sie werden, wenn sie ein gutes Erlebnis hatten, wieder bei eBay kaufen. Wir schaffen also mehr Kunden ran für eBay und nicht für uns. Mein Hauptfokus ist, wie gesagt, nicht dieser kurzzeitige Profit, sondern diese lang anhaltende Wertschaffung letztendlich für mich, für meine Marken, die ich dann letztendlich dadurch realisiere, dass ich diese Firma irgendwann verkaufen kann. Zusätzlich haben wir noch den Aspekt, die hohe Konkurrenz auf eBay bzw. auf diesen allgemeinen Shop-Plattformen, auf diesen großen Marktplätzen. Natürlich, das kann man umgehen, wenn man ein gutes Listing hat, ein gutes Produkt hat. Das ist jetzt auch nicht so der ausschlaggebende Punkt, aber muss man definitiv auch beachten. Dann haben wir noch einen großen weiteren Punkt und das ist die Abhängigkeit. Ich bin 100% abhängig von eBay. Wenn eBay ihre AGBs ändert... Das Lustige ist, eBay hatte mich mal rausgeschmissen, aus irgendeinem Grund. Die wussten auch nicht, warum. Aber die konnten meinen Account nicht reaktivieren, ganz normalen Account. Und dann sage ich, hey, aktiviert den noch wieder. Und so, nein, geht nicht, keine Ahnung was. Dann gab es irgendeine andere Abteilung, die sagt, nein, du darfst niemals mehr einen Account aufmachen. Dann habe ich gesagt, hey, was habe ich denn gemacht? Und so, dann kam wieder eine E-Mail, ja, wir können das nicht reaktivieren, du kannst aber wieder einen neuen Account aufmachen und so. Und wir wissen nicht, warum das deaktiviert ist. Mal habe ich das aus Deutschland bekommen, mal aus Amerika die E-Mails. Es war ein Wirrwarr. Und dann habe ich dann doch geschafft, einen neuen Account ganz normal aufzumachen, weil ich hatte ja die E-Mail, hey, da ist irgendwas, aber wir wissen auch nicht was. Mach einfach einen neuen Account auf, alles gut. Du darfst sehr... Das war... Ich weiß nicht, wie viele Tage ich da rumgeschrieben habe für den Mist. Manche Produkte ausschließt, manche Listing weiter runterrankt, was auch immer der Fall sein mag, es können auch nur gehobene Gebühren sein, dann kann ich nichts dagegen tun. Das ist nicht mein Marktplatz, das ist nicht mein Shop, das ist eigentlich auch nicht wirklich meine Marke. Ich verkaufe auf deren Marktplatz, somit kann ich dort letztendlich nicht mitbestimmen und wenn Regeln geändert werden oder ähnliches, kann ich nichts dagegen tun. Wenn der komplette Marktplatz geschlossen wird, kann ich nichts dagegen tun und ich muss einen anderen Marktplatz finden. Also man hat eine hohe Abhängigkeit.
Abhängigkeit und ich würde euch niemals empfehlen, alles nur auf eBay zu setzen. Man kann definitiv mit so einem Marktplatz starten, gar kein Problem, aber langfristig sollte man sich definitiv davon entfernen, um etwas Aber cool, dass er Klartext spricht. Ständiges aufzubauen. Kommen wir jetzt dazu, was wir eigentlich auf eBay machen wollen. Wir wollen Print on Demand betreiben. Das kennen vielleicht einige von euch. Das Ganze funktioniert auch über das Dropshipping-Prinzip. Also wir berühren selbst nie das Produkt. Das geht direkt vom Großhändler zum Kunden. Print on Demand bedeutet letztendlich Druck auf Nachfrage. Hier haben wir die Vorteile, dass wir klassische Produkte wie Tassen, wie Kissen, wie Shirts, wie Bilder, wie Poster, was auch immer es sein mag, als Grundprodukt bereits in Deutschland. Das ist sehr, sehr interessant. Ich finde dieses Thema immer noch so interessant, dass ich so ein bisschen immer damit spiele mit den Gedanken, auf jeden Fall so etwas anzufangen. Auf jeden Fall, wenn ich da irgendwann mal einen Partner finde, mit dem ich das zusammen machen kann, ja. Schon vorhanden haben und dann suchen wir uns einfach einen POD-Supplier, also einen Zulieferer für diese Produkte. Dieser bedruckt dann für uns diese Produkte, nachdem wir die Bestellung vom Kunden bekommen haben. Wir geben als Lieferadresse die Adresse von unserem Kunden ein und das Paket geht direkt an den Kunden. Das Ganze ist natürlich als White Label möglich, also da steht nirgends die Marke vom Zulieferer drauf. Das Ganze ist letztendlich... Und das machen so viele Firmen mit diesen White Label und so. Es ist so geil und du kannst es überall ausmachen. Du kannst es aus Thailand vom Strand ausmachen und die Firma aus Köln schickt das dann halt zu deinen Kunden hin oder so. Mega Geschäftsmodell. Ohne irgendeine Marke drauf, somit kannst du das Ganze unter deiner Marke verkaufen, ohne dass Rückschlüsse darauf zu ziehen sind, welchen Supplier du nutzt. Wir haben dort eine unglaublich große Produktpalette, Versand aus Deutschland und Versandzeiten, sagen wir mal zwischen 2 und 7 Tagen, hängt jeweils davon ab, welchen Supplier ihr nutzt. Was wäre zum Beispiel ein solcher Supplier? Das wäre zum Beispiel Mein Foto oder Poster XXL, Shirtigo, Sosa Brothers, da gibt es noch ganz, ganz viele. Wenn du einfach mal bei Google eingibst, deutsche Print-on-Demand-Supplier, wirst du eine ewig lange Liste finden. Man kann natürlich auch europäisch nutzen, wenn man sagt, okay, man will vielleicht noch ein bisschen weiter runter vom Preis. Da gibt es definitiv noch einige coole Angebote bzw. einige coole Supplier. Wir haben auch noch den Aspekt, dass wir eine ziemlich hohe Qualität haben, weil wir einfach in Deutschland produzieren und aus Deutschland verschicken. Sehr, sehr hohe Qualitätsstandards. Naja, wenn du dir eine eigene Marke aufbauen willst, ne, ist das natürlich das Entscheidende. Ne? Ja, dass die Kunden ein zweites und drittes Mal kaufen, ist die Qualität natürlich entscheidend. Und natürlich auch die mittlerweile auch, wie lange die Lieferzeiten sind. Aus China, dieses Dropshipping-Modell, dieses, das hat doch noch nie funktioniert richtig. Was natürlich eine sehr, sehr coole Sache ist. Wir haben also die ganzen Vorteile vom Dropshipping-Konzept, dass wir selbst nie das Produkt anfassen müssen, dass wir selbst nicht das Produkt lagern müssen und auf der anderen Seite die Nachteile von AliExpress, die langen Versandzeiten, die teilweise schlechtere Qualität, das haben wir alles ausgeschlossen. Wir fokussieren uns also völlig auf die Upsides, auf die Vorteile, was sehr, sehr cool am Print-on-Demand-Geschäft ist. Kommen wir also zu den 3 Phasen, beziehungsweise meiner kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn ihr sagt, okay, Er wollte ja noch seine Produkte zeigen, ne? Das ist ja auch nochmal interessant für mich. Ich will mit eBay starten. Schritt Nummer 1 wäre die Recherche. Wir müssen also herausfinden, welche Produkte wir verkaufen wollen. Schritt Nummer 2 wäre die Entwicklung. Wir müssen also Print-on-Demand-Designs entwickeln, beziehungsweise entwickeln lassen, um dann auch ein Produkt zu haben, das wir verkaufen können. Und der 3. Schritt ist die Vermarktung. Wir müssen irgendwie auf eBay nach oben kommen, um unsere Produkte zu verkaufen. Starten wir mit Schritt Nummer 1, die Recherche. Ich persönlich habe eigentlich alles, was ich jemals gemacht habe, auf diesem Konzept aufgebaut. Immer wenn ich in ein neues Unternehmensfeld gegangen bin, wenn ich etwas Neues ausprobiert habe, bin ich so vorgegangen. Ich schaue mir immer an, wer hat in der Vergangenheit dort gute Ergebnisse erzielt? Wer hat Erfolg in diesem Bereich gehabt? Und ich schaue mir letztendlich einfach an, okay, wie haben die angefangen, wie haben die begonnen und an welchem Punkt sind die jetzt? Was kann ich mir von diesen Leuten, die Erfolg hatten, abschauen? Und genau so mache ich das auch bei der Produktrecherche. Ich schaue mir an, okay, welche Produkte, welcher Produkttyp hat sich gut verkauft in der Vergangenheit. Wir werden uns später noch Beispiele dazu anschauen. Ich suche mir also alte Gewinnerprodukte raus, die in der Vergangenheit bereits gut funktioniert haben und lasse mich letztendlich davon inspirieren. Ich nutze natürlich auch US-Ebay und... Ganz wichtig, beim Affiliate-Marketing schaue ich auch immer die Statistiken an und lasse mich inspirieren, was gut lief und so. Oder auch bei eBay und bei Amazon, bei diesem Partnerprogramm, habe ich natürlich auch immer geguckt in die Statistiken. Ganz, ganz, ganz wichtig.
von UK eBay, um einfach noch mehr Inspiration zu bekommen. Ein weiterer Punkt ist, ich will natürlich Designs haben, die ich auf meine Grundprodukte drucke, die auch wirklich realistisch sind. Also nicht irgendwelche riesigen Kunstwerke, die viel Arbeit erfordern, die mir viel Geld kosten werden. Möglichst einfache Designs, die möglichst einzigartig sind, wo möglichst hohe Nachfrage besteht. Auf eBay kann man immer nach verkauften Produkten suchen, also schauen, okay, welche Produkte verkaufen sich wirklich. Man sieht dann sogar, wie oft sich die Produkte verkauft haben und hat dadurch ganz gute Insights da rein, okay, welche Produkte verkaufen sich gut, welche Produkte gibt es oft allgemein auf eBay, kann ich da noch irgendwie reinsteigen, kann ich da noch irgendwie mit reingehen. Natürlich, durch diese Strategie werdet ihr definitiv jetzt nicht die allerbesten, allerneuesten Designs entwickeln, die es so noch nie gegeben hat, durch die ihr potenziell sehr, sehr viel Geld verdient. Aber es ist ja auch 100 Euro pro Tag. 100 Euro pro Tag, das Video geht ja 100 Euro am Tag, das ist ja keine Millionär innerhalb einer Nacht. Ja, na, das kannst du mit Standarddesigns vielleicht schaffen und dann, ja, ohne Vorwissen. Cool. Aber das will ich am Anfang gar nicht. Ich will am Anfang einfach coole Designs machen, wo ich weiß, okay, die werden sich verkaufen. Ich weiß noch nicht, wie oft. Ich werde dadurch definitiv kein Millionär werden, aber ich werde dadurch einfach mal ein Startgefühl bekommen. Dann musst du mein JetSet Affiliate-System kaufen, wenn du Millionär werden willst. Nein, auf jeden Fall nicht. Ich sage auch immer, das dauert auch ein bisschen länger. Aber mein JetSet Affiliate-System ist eine coole Anleitung, wenn du Affiliate-Marketing lernen möchtest. Ja? Kommen und ein bisschen mehr Gefühle für die Plattform und wie dieser Marktplatz funktioniert. Danach gehen wir weiter mit der Entwicklung. Wir müssen also jetzt unser Print-on-Demand-Design entwerfen. Wir wollen das Ganze natürlich nicht kopieren, wir wollen uns inspirieren lassen von der Art, von dem Produkt. Wir schauen uns also Produkte an und sehen zum Beispiel, okay, es verkaufen sich sehr gut Löwenposter, wo so farbige Elemente drin sind. Dann schauen wir, okay, wie können wir das Ganze ähnlich umsetzen. Wir können das Ganze einerseits natürlich selbst machen, wenn wir Photoshop-Erfahrung haben. Sonst können wir auch einfach auf Fiverr oder Upwork gehen und können dort einen Freelancer engagieren, der für uns ein solches Design erstellt. Wir können dann noch Stock. Das mit Fiverr ist immer noch immer, das ist das Ding überhaupt, ne? Wenn du gratis Designs haben willst sozusagen. Nein, ist natürlich nicht gratis, aber einen deutschen Designer, der wird sofort Hunderte von Euros nehmen und ein ausländischer Designer hat das echt dann teilweise für 5 Dollar, 20 Dollar, unter 20 Dollar kriegst du tolle Designs. Und das ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Ganz, ganz wichtig. Also gerade so am Anfang, wenn du 30, 40 verschiedene Designs testen möchtest oder so und bezahlst dann halt 500 Dollar pro Design oder so oder 500 Euro beim richtigen, guten Designer, ja, dann doch lieber vielleicht 5 Dollar, 20 Dollar das erstmal testen. Ist so, ist Klartext einfach. Stockfotos benutzen, das wird auch ganz oft auf eBay gemacht, werden wir später noch sehen. Genau, Stockfotos, Gratisfotos nutzen, das meine ich jetzt gerade auch mit gratis, oder? Ne? Das ist auch noch natürlich eine gute Möglichkeit. Da gibt es echt mittlerweile eine große Auswahl. Oder du kaufst dir halt die Rechte über irgendein Tool, wo du halt dann 10, 20 Dollar im Monat bezahlst, um diese Fotos zu nutzen. Ja. Und können dann über Plattformen wie Shutterstock uns Lizenzen kaufen, dass wir die Produkte nicht nur selbst nutzen dürfen, sondern dass wir das Ganze auch drucken dürfen. Da braucht man in den meisten Fällen, zum Beispiel bei Shutterstock oder auch Adobe Stock, die erweiterte Lizenz. Die kostet dann meistens so zwischen 50 und 100 Euro pro Bild und dafür darf man letztendlich das Bild unendlich oft replizieren. Also einfach letztendlich das Bild nehmen, auf ein Poster drucken und das Ganze verkaufen. Oder selbst machen. Und du musst dann nichts weiteres bezahlen. Natürlich ist hier auch noch wichtig, dass du das Ganze auch immer wieder testest. Wenn du dann mal ein Design entworfen hast, lass das Ganze auf jeden Fall mal auf ein Poster, auf eine Leinwand, auf eine Tasse, auf ein Kissen, auf eine Decke, was auch immer du verkaufen willst, lass es einfach mal draufdrucken und schau dir an, wie das Ganze in echt aussieht, um einfach mal ein Gefühl dafür. Ja, ich hatte auch was gemacht bei Fiverr und das sah so scheiße aus. Das T-Shirt war aber auch eine scheiß Qualität und so. Oh, das fand ich gut. Mal gut, dass ich das getestet habe. Zu bekommen, wie toll das Ganze bzw. wie gut das Ganze wirklich ist. Hier steht natürlich auch noch an, dass du dir letztendlich einen POD-Supplier aussuchst und das Beste dafür ist letztendlich einfach, dass du dir Probedrucke schicken lässt, um das Ganze einfach mal anzuschauen, wie die Qualität ist, wie lange das dauert und so weiter. Dann kommt letztendlich der dritte Schritt und das ist die Vermarktung. Wir müssen also jetzt ein Listing auf eBay erstellen, wir müssen unsere Produkte bei eBay einarbeiten. Dazu würde ich jedem von euch empfehlen, der das wirklich machen will, einfach mal mit dem Thema eBay
eBay SEO zu beschäftigen. Dazu kann man einfach auf YouTube gehen, eBay SEO eingeben und sich einige Videos dazu anschauen. Dann mein weiterer Schritt wäre natürlich, die anderen Top-Listings zu analysieren. Also ich würde mir einfach mal die anderen besten Listings anschauen, die so ähnlich sind wie meins, und einfach mal schauen, okay, was schreiben die so für ihren Titel? Welche Beschreibung machen die? Was machen die dir für Details rein? Ich würde mir also alles ganz genau anschauen, um einfach zu lernen. Inspirieren lassen nennt man das auch, ne? Okay, wie kann ich dort Schritt für Schritt vorgehen? Eine gute und ausführliche Beschreibung, die auch genau ist und dein Produkt widerspiegelt, ist ein sehr wichtiger Punkt, genauso wie die Bilder und genauso wie der Produkttitel. Titel, Beschreibung und das Produkt. Also die Bilder finde ich noch so am wichtigsten. Bild ist mit Abstand das Wichtigste. Ich würde sogar in vielen Fällen sagen, vor allem wenn wir bei Print-on-Demand-Produkten sind, dass das Produktbild am meisten herausstechen muss und das auf jeden Fall sehr, sehr gut sein muss. Und damit kommen wir auch zu unserem nächsten Punkt. Verwende auf jeden Fall hochwertige Mockups. Mockups sind letztendlich Bilder, wo man das Bild bzw. das Design auf einem Endprodukt darstellt. Also du hast... Ich habe da ein richtig geiles Tool. Im Jetset Affiliate System zeige ich das auch. Da kannst du die machen, du brauchst nur das Foto und dann hast du es sofort auf ein T-Shirt drauf und sofort mit Knitterfalten und so weiter passt das die Grafik an. Sehr geiles Ding, du brauchst es noch nicht mal physisch da haben und das macht echt Spaß, das Tool. Du hast letztendlich eine Vorlage, wo zum Beispiel ein Poster an der Wand hängt in einer wunderschönen Galerie. Jetzt kannst du einfach dein Design auf dieses Mockup einfügen und hast dann sozusagen eine Vorschau, wie dein Poster in diesem Raum aussehen würde. Und dadurch kann man letztendlich so zeigen, wie zum Beispiel das Poster, die Leinwand, die Tasse, der Teppich, was auch immer es sein mag, in echt aussehen würde. Hierfür kannst du Plattformen wie Elements, Envato, Placeit oder natürlich auch wieder einen Fiverr Freelancer nutzen, um das Ganze umsetzen zu lassen. Der wichtigste Punkt ist auch wie bei einem eigenen Shop, setze den Fokus auf Kundenzufriedenheit, weil genau dadurch wirst du weiterkommen. Kundenzufriedenheit soll... Ja, ich weiß auch nicht, ne? So manchmal ist es so, ich habe jetzt etwas zurückgeben wollen und über 20 Tage haben die sich nicht gemeldet. ja, das Ding ist jetzt schon längst bei PayPal im Käuferschutz und jetzt haben sie sich gemeldet. Aber das ist auch schon eine Woche bei Käuferschutz oder sowas. Ach Mann, ey. Also zufriedene Kunden, ein paar positive Bewertungen regt auf jeden Fall die Käufe an. Keine Bewertungen und dann drei Bewertungen, die sofort negativ sind. Du kannst deinen Account löschen und neu anfangen. Du hast einen nagelneuen eBay-Account und hast dann drei, vier negative Bewertungen und keine positiven. Lösch deinen Account, fang wieder neu an, es ist vorbei. Sollte auch auf eBay deine Nummer 1 Priorität sein. Wir wollen uns jetzt einfach mal ein Beispiel anschauen, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu verinnerlichen. Ich habe ein bisschen auf eBay gesucht und dieses wunderbare Design hier gefunden. Das ist letztendlich ein Elefant, der hier mit einigen bunten Farben dargestellt wurde. Ich habe mir die Beschreibung angeschaut, ich habe mir den Titel angeschaut. Ich habe also durch dieses Listing direkt ganz, ganz viele Informationen sammeln können über das Produkt. Ich sehe hier, das Produkt wurde 61 Mal bereits verkauft. Ich bin auch auf den Shop von diesem Händler gegangen und der hat ganz, ganz viele ähnliche von diesen Tierdesigns, die so mit bunten Farben verfeinert wurden. Diese verkaufen sich alle ziemlich, ziemlich gut und er macht konstant mit ganz vielen Listings verdammt viele Sales. Wir sehen hier zum Beispiel 61 Verkäufe. Er bietet hier eine Leinwand an in verschiedenen Größen. Das ist aber so oft, also das habe ich schon öfters mal gesehen, oder? Das habe ich schon öfters mal gesehen, das Ding. Und sogar in verschiedenen Dicken. Die kleinste Leinwand kostet in diesem Fall 39 Euro. Wir rechnen das Ganze einfach mal durch. Also welche Gebühren würden bei einem Verkaufspreis von 39 Euro auf uns zukommen? Wenn ich mich hier verrechnet habe, beziehungsweise wenn einzelne Sachen ganz leicht nicht stimmen, kann definitiv sein, ich bin nicht der absolute eBay-Profi, aber im Grundsatz sollte das schon ziemlich nah dahin kommen. Wir haben einmal die eBay-Angebotsgebühren für Sofortpreisartikel, das sind 35 Cent. Dann haben wir die eBay-Verkaufsgebühren, 9% und 5 Cent für jedes Produkt, das wir verkauft haben. Das wäre die... Was, 9% nehmen die schon? Heftig, heftig, heftig. Aber die haben auch eine Preisstaffelung immer noch, ne? Mit den Prozenten. In diesem Beispiel 3 Euro. Und natürlich, PayPal und eBay sind ja immer noch zusammen, oder? Oder hat eBay die PayPal-Anteile verkauft oder so? Ne? Die kassieren sozusagen doppelt ab bei den Verkaufsgebühren auch nochmal.
56. Geiles Geschäftsmodell auf jeden Fall, oder? Hättest du mal eBay gegründet, wa? Dann haben wir doch die PayPal-Gebühren für letztendlich den Betrag, den wir dann auf PayPal bekommen. Das wären 2,49% und 35 Cent pro Transaktion. Das wäre an diesem Beispiel 1,32 Euro. Insgesamt hätten wir dann Gebühren. Gibt es eigentlich noch Hutte oder so? Hutte.de oder so? Da gab es ja, das war das deutsche eBay nur gratis, ohne Angebotsgebühren und so. Nutzt das noch jemand? Von 5,23 Euro, wenn wir dieses Produkt verkaufen würden. Jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, okay, wie viel würde uns dieses Produkt kosten? Wir haben natürlich einerseits die Designkosten, also wir müssten erstmal diesen Elefanten auf Shutterstock zum Beispiel kaufen, wenn es den dort gibt. Ich bin zum Beispiel einmal auf Shutterstock gegangen und habe einfach mal geschaut, okay, gibt es dort einen solchen Elefanten? Und ich habe fast genau den gleichen Elefanten gefunden. Dieser müsste natürlich noch auf ein Design gepackt werden und von einem Designer verfeinert werden. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Stock Image 50 bis 100 Euro, das Ganze kostet einmalig und danach brauchen wir noch einen Designer. Ich würde hier wieder von 50 bis 100 Euro ausgehen und dann haben wir letztendlich ein fertiges Design für 100 bis 200 Euro. Natürlich geht das Ganze auch noch weiter nach unten. Theoretisch, wenn man bereits einen Designer kennt oder dort direkt mehrere Designs in Auftrag gibt. Was haben wir jetzt noch für Punkte? Wir müssen natürlich die Leinwand zum Kunden bringen. Dafür habe ich jetzt einfach mal Poster XXL genommen. Ich habe bei Poster XXL einen Geschäftskunden-Account. Allerdings habe ich noch nie davor über diesen Account Leinwände verkauft. Ah, okay, da geht das auch. Hey, cool. Ich muss also sagen, wenn man bereits einige Bestellungen über Poster XXL zum Beispiel gemacht hat oder über einen anderen POD-Supplier, kann man diesen definitiv schreiben, um mit dem zu verhandeln, weil ich bin mir sicher, dass hier am Preis noch einiges geht. Wir haben das beim anderen Account auch noch deutlich günstiger, bei dem, den wir auch wirklich aktiv verwenden. Das bedeutet also, diese Preise wären also im Moment... Natürlich solltest du immer nachher... Beim Anfang würde ich noch gar nicht so die große Welle machen. Ne? Aber wenn du dann halt hunderte oder vielleicht sogar tausende Verkäufe im Monat hast, dann macht sich ja auch 50 Cent bemerkbar. Ne? Also du handelst halt eine bessere Marge raus, ne? Dass du die Designs oder die Drucks 50 Cent günstiger bekommst oder so. Und das mal 100 oder tausende, ja, und dann vielleicht sogar mal 1-2 Euro günstiger oder so, ja, pro Auftrag. Also immer handeln, aber am Anfang, solange du erstmal 3 Produkte verkaufst oder so, Ball flach halten. Wenn ihr wirklich mit Null startet und gerade eben in dieses Thema reingeht, für die Leute, die bereits Verkäufe haben, die über ihre POD-Supplier bereits mehrere Produkte gesourced haben, da geht definitiv noch einiges am Preis und dieser lässt sich definitiv noch einiges nach unten drücken. Schauen wir uns einmal die Kosten im Überblick an. Die Leinwand würde uns letztendlich 15,12 Euro kosten. Die ist jetzt sogar ein bisschen größer als die im Angebot. Die im Angebot für 39 Euro war nur 60 mal 40. Ich habe allerdings keine gefunden, bei Poster XXL jetzt, die so klein war. Dann haben wir noch Versandgebühren von 5,87 Euro und da oben drauf kommt noch Mehrwertsteuer von 3,99 Euro. Insgesamt kostet uns das Produkt dann 24,98 Euro. Wie viel Euro machen wir dabei Gewinn? Okay, jetzt kommt's. Wenn wir das Ganze für 39 Euro verkaufen, haben wir 5,23 Euro Gebühren, 24,98 Euro Produktkosten. Das entspricht also Gesamtkosten. Du hast natürlich dann noch die Designkosten oder so, je nachdem, wie viele Verkäufe du hast. Da ist es fast besser, Affiliate-Marketing zu machen und 10% vom Verkaufspreis zu bekommen. Das ist ohne Scheiß. Du bekommst fast 4 Euro Affiliate-Gebühren. Ich glaube, das ist ruckzuck, dass du da 10% bekommst. Und hast keine Designkosten, keine Fotokosten und. Die Frage ist, ist dann wirklich Affiliate-Marketing besser? Ja, ich glaube schon fast. Und du hast das, den Vorteil, der kauft ja nicht nur das Bild vielleicht, der kauft auch vielleicht, keine Ahnung, eine CD und du verdienst trotzdem Geld. Oder zusätzlich noch Geld. Schwierig, aber das ist nicht viel. Nur 8 Euro noch was eigentlich. Da musst du schon eine Menge verkaufen, um auf die 100 Euro pro Tag zu kommen, wenn das Gewinn sein sollte. Hast ja 10, 13, 14 Verkäufe oder sowas. Locker. Von 30,21 Euro und machen somit bei diesem Produkt jetzt zum Beispiel einen letztendlichen Gewinn von 8,79 Euro. Wie gesagt, das Einzige, was wir hier eigentlich groß beeinflussen können, sind die Produktkosten. Bei diesen ist es sehr realistisch, wenn man bereits einige Bestellungen hat, dass man sie unter 20 Euro drücken kann. Ich denke mal, in dem Bereich 15 bis 20 Euro kann man hier definitiv kommen. Damit könnte man dann letztendlich seinen Rohgewinn nochmal deutlich steigern auf über 13, 14, 15 Euro, was auf jeden sehr, sehr cool. Also 8 Euro ist ein bisschen echt für das ganze Handling und so. Und was ist jetzt, wenn der Kunde es zurückschickt?
Das ist immer meine Frage. Hey, was ist, wenn der Kunde sagt, innerhalb 14 Tage ist es, weil das ein Print ist, ist das ausgeschlossen? Oder ja, kriegst du dann bei eBay eine schlechte Bewertung und alles? Ah, mal gucken. Werde für jeden Verkauf letztendlich, weil wir hier in den meisten Fällen keinerlei Marketingkosten haben werden. Wir haben natürlich noch die Produktionskosten, dass wir einmal ein solches Design entwerfen, aber wenn wir das Elefantenbild zum Beispiel einmal gekauft haben, dann können wir nicht nur ein Poster damit machen, nicht nur eine Leinwand, sondern auch noch 20 andere Produkte, was man natürlich nicht vergessen darf. So, zu guter Letzt will ich euch noch zwei Designs von mir zeigen. Ich bin sehr gespannt. Auch mal ganz kurze Zeit vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, so einen Shop, wo wir so welche motivierenden Leinwände verkauft haben. Das Ganze liegt echt schon einige Zeit zurück, also mehrere Jahre. Ich habe das Ganze frühzeitig beendet, weil ich mich auf ein anderes Projekt konzentriert habe, habe dann auch einen der großen Händler in Deutschland, die so welche Designs verkaufen, kennengelernt und habe mir dann auch gedacht, okay, in dieses Feld gehe ich nicht mehr rein, dass ich. Meint er jetzt Christelius? Christelius hat ja auch diese B100 oder so, oder? Es ist Christelius, ne? Meint er den? Ja? Lasse ich den anderen. Aber das waren zum Beispiel Ja, könnte sein, ne? zwei meiner Bestseller damals. Einmal auf der linken Seite dieser Erfolgseisberg und auf der rechten Seite, das haben wir, glaube ich, so ähnlich bei einem Amerikaner gesehen, was auch ganz cool ist, so ein Aufzug, der letztendlich auch wieder motivierend sein soll oder letztendlich auch wieder auf dieses Erfolgsthema angespielt wird. Also ihr könnt diese Designs gerne ähnlich übernehmen. Es gibt ganz, ganz viele, die so ähnliche Varianten bereits verkaufen. Das ist gar kein Problem. Ich kann euch leider die Dateien nicht übergeben, sonst würde ich das natürlich machen, weil ich natürlich dafür die Lizenzen gekauft habe und ich euch nicht die Lizenzen weitergeben darf bzw. weiterverkaufen darf, wenn ihr das Ganze auch verkaufen möchtet. Aber ich finde das Ganze auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool und man kann damit definitiv in die verschiedensten Bereiche reingehen und die verschiedensten Dinge verkaufen. Nicht nur Poster, nicht nur Leinwände, sondern eigentlich alles, was. Ja, das ist jetzt deine Kreativität. Ne? Ich habe hier zum Beispiel eine Tasse machen lassen mit meinem Vision Board. Ne? Wenn du Kanalmitglied bist bei Michael Kotzur auf dem Kanal, also bei meinem Hauptkanal, kannst du sehen, wie ich diese Tasse gerade designe, habe mein eigenes Vision Board drucken lassen. Man sich vorstellen kann, alles, was dein POD-Supplier hergibt, und da es ja so viele da draußen gibt, sind die Möglichkeiten letztendlich unbegrenzt. Was ihr auch noch an diesem Beispiel erkennen könnt, so können zum Beispiel Poster-Mockups aussehen. Das ist letztendlich eine Vorlage gewesen, wo wir einfach unsere Designs eingefügt haben, und dann hat man einfach mal so ein Bild, wie das Poster. Ja, sieht aber geil aus, oder? Und damit ist das Video auch schon zu Ende. Mein Name ist Michael Kotzer, ich bin der Rucksackunternehmer. Ja, schau dir gerne noch ein zweites Video von mir an und ich bin raus. Ciao.